Des Hahnes früher Schrei ruft schon den neuen Tag herbei, der grau und trüb wie im November. Heut ist der 21. Dezember. Gestatten, Faust, mein Name. Sie wissen schon, der, der wissen will, was die Welt im Inneren zusammenhält. Der mit des Pudels Kern. Der, der den Augenblick so schön findet. Doch wenn Sie glauben, schon alles über mich zu wissen, dann muss ich Sie enttäuschen. Der gute Goethe hat manches verschwiegen. Wie heißt es in einem neuen Werk über mich so treffend? Zu keiner Schablone passt ein Mensch je irgendwann. Kein Sehnen mag des anderen gleich. Und wer des Begreifens nicht fündig werden kann, der leidet schmerzlich bis aufs Fleisch und erführe gewisslich Atemnot. Damit sie nicht leiden, sondern erfahren, was Mephisto so plant und welche neuen Abenteuer wir erleben, der lese dieses Buch, In Faust. Geschrieben von Dirk Schmidt und Guido Brose, erschienen im Schwarzbuch Verlag. Das Buch, das zeigt, was Goethe verschweigt. Doch nun entschuldigen Sie mich bitte, denn die Wand ist bespannt mit Seidentüchern. Unterstützen, gemahnet den Duft, ein Geruch von herrlich alten Büchern liegt melancholisch in der Luft.